Frau Würmer, heute ist der vierte Verhandlungstag in Sachen Dr. Rainer Füllmich vor dem Göttinger Landgericht zu Ende gegangen. Haben Sie eine kurze Zusammenfassung des heutigen Verhandlungstages für uns? Ja, also der Verhandlungstag heute war relativ emotional. Es ist der Hauptbelastungszeuge Dr. Justus Hoffmann weiter befragt worden. Bis zum frühen Nachmittag, bis 3 Uhr, wurde weiterhin Herr Hoffmann befragt. Und erst danach hat er noch eine halbe Stunde Viviane Fischer ausgesagt. Und dann wurde abgebrochen. Es sind auch 5 Folgetermine, 5 neue Termine noch bis Ende April seit gestern Abend vom Vorsitzenden terminiert worden. Und ja, es ging heute etwas hoch her. Zwischen dem Zeugen Hoffmann und dem Angeklagten. Ja, die beiden haben sich ja die ganze Zeit schon beim letzten Termin auch so ein bisschen gegenseitig angegangen. Klar, das Verhältnis ist natürlich äußerst belastet. Die Strafanzeige ist im Wesentlichen wahrscheinlich von dem Zeugen Hoffmann auch, also als Anzeigenerstatter, formuliert worden. Und dementsprechend sind natürlich auch starke Belastungstendenzen hier zu erkennen. Der Zeuge hat auch tatsächlich zugegeben während der Befragung, dass der gesamte E-Mail-Verkehr fast seit Frühjahr 2023 bis zur Verhaftung von Herrn Füllmich einzig und allein dem Zweck diente, die Verhaftung durch die Staatsanwaltschaft zu fördern und letztlich sicherzustellen. Dazu hatte der Herr Hoffmann letztes Mal schon gesagt, wir wussten, dass Rainers Verhaftung unmittelbar bevorsteht und wir haben auch dafür gesorgt, dass sie stattfindet. Den Satz hat er heute auf Rückfrage noch einmal wiederholt. Und er hat auch tatsächlich zugegeben, dass letztlich der E-Mail-Verkehr in der letzten Zeit vor der Verhaftung nicht mehr dem diente, dass da wirklich ein Einigungswillen von Seiten der Anzeigenerstatter vorhanden war, sondern dass man es tatsächlich darauf abgesehen hatte, den Angeklagten ja an die Strafverfolgungsbehörden auszuliefern und denen auch Informationen zugespielt hat, wo Herr Füllmich zum Beispiel noch einen Vortrag geben wollte, wann er zu welcher Botschaft fährt, um die Pässe zu verlängern etc. pp. Ja, genau. Das hat natürlich nicht für gute Stimmung gesorgt und das hat letztlich dafür gesorgt, dass der Vorsitzende die Verhandlung dann um 5 Minuten unterbrochen hat. Und dass sich dann auch die Wachleute, die Justizvollzugsbeamten, zwischen den Zeugen und den Angeklagten gestellt haben, so eine Mauer gebildet haben, um die Situation zu deeskalieren und da einen Sichtschutz aufzubauen. Das fand ich schon relativ erheblich. Dann waren wir heute zu dritt. Wir hatten einen neuen Kollegen dabei, den Dr. Christoph Miseré aus Köln, der natürlich jetzt heute das erste Mal dabei war, der sich das Ganze mehr oder weniger angehört hat, ein paar Bemerkungen, auch ein paar eigene Fragen gestellt hat, aber natürlich jetzt klar noch nicht in der Sache drin war. Es wurde aber deswegen erstmal am Anfang um eine Stunde unterbrochen. Das, denke ich, hat die Spannung auch schon erheblich ansteigen lassen. Und genau, das haben wir dann nochmal zum Gespräch mit dem Mandanten genutzt. Und dann ist der Gerichtstermin heute im Endeffekt mit Verzögerung angefangen. Genau. Die Vernehmung von der Zeugin Viviane Fischer hat heute bereits begonnen. Können Sie da noch einen kurzen Eindruck beschreiben? Ja, also Viviane Fischer, da haben sich die Fronten irgendwie relativ entspannt, hatte man das Gefühl, zwischen Rainer Füllmich und Viviane Fischer. Also die beiden sind sich im Endeffekt gar nicht mehr angegangen. Das war ja schon auch beim letzten Termin und auch beim heutigen Termin von Seiten des Angeklagten zu merken. Frau Fischer hatte auch in der Befragung ein paar Fragen an den Zeugen Hoffmann und in ihrer anfänglichen Befragung heute Nachmittag hat sie eigentlich eher so ein bisschen freudestrahlend erzählt von den guten Zeiten im Corona-Ausschuss, wie gut man da zusammengearbeitet hätte, dass sie am Anfang auch viel mit vorbereitet hätte. Sie und Rainer waren im Endeffekt, was ja auch allen bekannt ist, die Gesichter des Ausschusses. Und sie hat die sehr gute Arbeit des Angeklagten im Sinne der Aufklärung nochmal ganz herausgestellt. Das war sehr überraschend, sehr positiv überraschend, ja. Vielen Dank, Frau Würmer. Bitteschön.